Ja, ihr Fuchs. Ja, es ist Freitag und ich habe mir ja vorgenommen, dass ich immer zum Wochenende hin mehr oder weniger regelmäßig ein Video mache. In der letzten Zeit gelingt es mir ganz gut und ich hoffe, dass ich es irgendwie so einigermaßen durchhalten kann. Ja? Also, heute ist wieder Piepshow. Ja. Okay, ja, es ist ziemlich viel los momentan bei YouTube, bei Pfeifen YouTube. Ja, oder was heißt viel los, will ich gar nicht sagen, aber es ist ein bisschen Aufregung da. Ja. Und mit so ein bisschen Erschrecken stelle ich fest, für mich persönlich, dass ich den Eindruck habe, dass sich Pfeifen YouTube so ein kleines bisschen momentan in einem erbärmlichen Zustand befindet. Und ich glaube, dass ich das inzwischen anders als noch vor ein paar Jahren ganz gut beurteilen kann. Denn ich habe das alles so, wie es momentan stattfindet in der Pfeifenraucher-Community, wenn es denn eine Community gibt, das habe ich alles schon mal selber festgestellt. Noch viel schlimmer, ich habe da mitgemacht. Ich habe da ausreichend Erfahrungen gesammelt und weiß so ziemlich genau, was da los ist und warum und wieso und naja. Aber trotzdem ist es erschreckend und ich habe da meine Lehren gezogen. Ich will auch zu diesem Thema Pfeifenraucher-Community euch demnächst mal in einem Video meine ganz persönliche Meinung zu sagen. Ja? Ihr wollt keine Angst haben, das wird mit Sicherheit kein Skandalvideo, sondern ich berichte euch da ganz einfach mal aus Erfahrungen, die ich so über die Jahre in dieser sogenannten Pfeifenraucher-Community selber gesammelt habe. Da sind Dinge dabei, das hat mit Community wenig zu tun. Und ich betone, auch ich habe da mitgemacht, weil wenn ich da nicht mitgemacht hätte, dann könnte ich euch darüber nicht berichten. Ja? Auch ich habe dort Fehler gemacht und bin da in das eine oder andere Fettnäpfchen reingetreten und naja gut, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Ich möchte auch demnächst mal nochmal ein Video drüber machen, über mein sogenanntes Pfeifenrauchertagebuch. Und in diesem Pfeifenrauchertagebuch, was ja nichts anderes tut, als darüber berichten, was ich in schöner Regelmäßigkeit im Zusammenhang mit dem Pfeiferauchen erlebe, da gehört natürlich auch das Video dazu, was ich über meinen Besuch bei Rauchern Wetzlar gemacht habe. Und auch dazu will ich euch mal meine Sicht der Dinge, so wie da teilweise darauf reagiert wurde, will ich schon noch mal ein bisschen was zu sagen. Aber auch hier, das wird kein Skandalvideo und das wird keine Generalabrechnung mit irgendjemandem, der dann sich genötigt gesehen hat, da ein Video drüber zu machen. Okay, so viel dazu und so viel mal als Ankündigung, was ich mir da vorgenommen habe. Aber heute zum Wochenende, es sind gut 30 Grad und die letzte Hitzewelle, angeblich, läuft jetzt an, soll zu Beginn der Woche richtig heiß werden und dann dürfte das sich so zur Mitte der Woche so ein bisschen auslaufen. Und was soll man da was anderes tun? Ich sitze also heute schon den ganzen Tag auf der Terrasse, habe ich heute Morgen ja auch schon in meinem Community-Tab angekündigt und habe wunderbare Spare-Ups gemacht. Ja? 5 Stunden, das heißt also so bei 90 Grad, leicht geräuchert, habe ich den Spare-Ups erstmal 2 Stunden gegeben, habe sie anschließend 2 Stunden in Apfelsaft gegart und dann haben sie zum Schluss noch so einen Anstrich gekriegt mit einer selbstgemachten Honig-Knoblauchsoße und dann sind die Spare-Ribs zusammen mit einer schlichten Breze genau das, was mir besonders gut schmeckt. Und und dann sitzt man da und dann gibt es ja diese sogenannten Genusskombinationen, wie ich immer so schön sage. Ja? Also ich habe ja nicht nur Spaß am Pfeife rauchen, sondern mir gefällt das ja auch, wenn ich zur Pfeife mal einen ganz guten Whisky trinken kann. Ja? Ich trinke zwar ganz gerne auch mal einen Rum. Von Rum habe ich gar keine Ahnung, vom Whisky habe ich wenig Ahnung. Aber da beim Whisky bin ich wenigstens schon mal so ein bisschen in der Lage, mir nach meinen eigenen Gesetzen, Kriterien das auszusuchen. Für mich ist halt ganz wichtig, dass wenn ich einen bestimmten Tabak rauche, mit bestimmten Eigenschaften, dass dann auch der Whisky dazu passt. Grundsätzlich einmal muss ich sagen, im Hochsommer trinke ich wenig Whisky, bin da eher so der Herztyp, wenn das wieder losgeht, wenn es stürmischer wird, wenn es rauer wird, kantiger wird draußen das Wetter, dann mag ich lieber Whisky trinken. Und wenn ich in so einem heißen Sommerwetter mal einen Whisky trinke, dann brauche ich Rauch, weil ohne Rauch
bin ich dann gar kein Whisky-Fan. Ja. Okay, also auf jeden Fall habe ich heute in meiner Ser Jacopo den San Bruno Ready Rubbed. Ja, neulich habe ich den erstmal so ein bisschen nebenher noch mit abgehandelt, als ich ein Video über den San Barry gemacht habe. Dieser hier von McBaren hergestellte San Bruno Ready Rubbed hat mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz, ganz wenig damit zu tun, mit diesem altehrwürdigen San Bruno. Den kenne ich nicht, den habe ich nie geraucht. Aber ich muss sagen, ich mag den hier sehr gerne. Der schmeckt mir super. Der ist mit der dezenten Seifigkeit vergleichbar mit dem San Barry. Aber das war's dann auch, denn der San Barry, ich wiederhole mich da, oder ansonsten verweise ich auf das Video, was ich neulich gedreht habe. Der San Barry hat einen ganz eigenen Charakter. Der ist viel kantiger. Der ist in seiner ganzen Eigenschaft, braucht der Konzentration und dann offenbart er was ganz Wunderbares. Dieser hier ist dezent seifig, ist viel kundenfreundlicher, sage ich mal. Ja, viel weicher, kullerrund, und das ist ein Tabak, wo ich finde, den kann man von morgens bis abends wirklich rauchen, und den kann man auch so ein bisschen nebenher rauchen. Da kann man lesen, da kann man Fernsehen gucken, da kann man, ja, so wie ich heute, grillen nebenher, und dann kann man wunderbar diesen Tabak genießen. Ich mag ihn sehr. Und dazu mag ich ganz besonders einen Kilcoman Sanaig. Ein Whisky von der Insel Islay. Und Islay-Whiskys sind für gewöhnlich rauchig. Das ist er auch. Der hat eine ordentliche Portion Torfrauch in der Flasche. Wobei man auch hier sagen muss, ist weit entfernt von der Torfrauchigkeit, die man so beim Artbeck oder beim Lafroig oder so weiter, wo ich immer sage, das ist so diese Grill-Holzkohle-Rauchigkeit. Ja, davon ist er weg. Aber er ist schon ordentlich rauchig. Er ist in Oloroso-Sherry-Fässern gereift. Wobei ich glaube, dass diese Fässer schon etwas älter sind. Da ist also jetzt nicht eine breit angelegte Sherry-Note dabei. Und ansonsten muss ich sagen, ich bin ja kein Whisky-Fachmann. Aber was ich riechen kann, ist als Nicht-Fachmann, das ist sicherlich, das sind Rosinen, das ist so Trockenobst. Und das Ganze paart sich dann mit ein bisschen Rauchigkeit. Und dann merkt man schon, 46 Volumenprozente. Ja. Und es ist ein Whisky ohne Altersangabe. Man sagt ja auch immer Kilcoman, alle schreiben immer, Kilcoman ist eine junge Brennerei, nur mittlerweile sind das auch bald 20 Jahre, die es diese Brennerei gibt. Aber dieser Whisky ist noch ein bisschen rassig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das. Ich habe damals schon mal gesagt, ich mag sehr, sehr gerne Whiskys, die so um die 10 Jahre alt sind. 12 Jahre. 10-jähriger Ben Nevis ist für mich ein grandioser Whisky, wenn ich ihn dann mal bekomme. Und so verhält sich das hier so ein kleines bisschen auch. Ja? Der ist noch nicht so altehrwürdig, dass er so ganz rund und weich und samtig. Und wenn er seine 46 Volumenprozente auspackt, dann hat er schon ganz ordentlich auch Dampf. Ja? Aber geschmacklich, auch im Abgang, lang und auch Früchte, dunkle Früchte, was auch immer, ich kann sie nicht auseinanderhalten. Aber das dann gepaart zusammen mit dem San Bruno Ready Rubbed passt wie die Faust aufs Auge. Das ist für mich eine wirklich gelungene Kombination. Ich muss mal wieder ein Fläschchen davon bestellen. Kostet um die 50 Euro momentan die Flasche. Ja, das ist noch die Flasche, die ich euch damals mal zu Weihnachten gezeigt habe, als ich das Stillleben entworfen hatte. Das ist der Rest vom Schützenfest. Und da werde ich noch 2-3 Abende mit genießen. Und dann war es das auch. Ja, so viel zum Thema heute. Genusskombination zum Wochenende. San Bruno Ready Rubbed und ein Kilcoman Sanaig passt für mich wunderbar und lässt meine Genussfreuden hochleben. Ja, okay. Gut,
Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch auf alle Fälle jetzt ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Grillt und trinkt ein schönes Bierchen, trinkt ein Weinchen oder auch, wie gesagt, zur Pfeife einen schönen Whisky oder auch einen Rum, raucht eine Zigarre oder macht irgendetwas. Auf alle Fälle lasst es euch gut gehen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Lasst es euch gut gehen. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Wir sehen uns hier demnächst bei mir im Bälde. Schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.